Nicht nur für die Schule, sondern fürs Leben lernt man. Genau diesen Satz haben wir sicher alle schon einmal von unseren Eltern als Kinder und Jugendliche gehört. Und da steckt absolut Wahrheit dahinter, so viel kann ich Ihnen schon verraten. Denn darum dreht es sich beim neuen Projekt der HTL Zeltweg. Das Kuratorium der HTL Zeltweg Trieben hat kürzlich einen Business- und Karrieretag 2022 veranstaltet. Mit dem Ziel, eine niederschwellige Kontaktmöglichkeit zwischen den Betrieben und Unternehmen des Murtals mit den Schülern und der Schule zu schaffen. Auch wir waren beim Business- und Karrieretag für Sie mit dabei. Mit vollem Erfolg lud die HTL Zeltweg zum diesjährigen Business- und Karrieretag. 37 verschiedene Firmen, von Vorarlberg bis Graz, präsentierten sich mit Know-how und innovativen Produkten, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Networking steht im Vordergrund. Schüler wollen wissen und Firmen stehen bereit für jegliche Auskunft. Ferialpraktika, Diplomarbeiten bis hin zum Job. Alles wird geboten und dankend angenommen. Für uns ist es wichtig, dass wir den Kontakt zwischen den Unternehmen und den Schülerinnen und Schülern aufstellen können. Wir haben dazu auch vorgesehen ein Kuratorium gegründet. Und das ist der erste Schritt jetzt von diesem Kuratorium, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten es jetzt eine Möglichkeit geben, hier das wirklich so zu machen. Es wird immer bildungsmäßig geben für Unterstufe, aber jetzt wirklich so die Möglichkeit, dass man als angehende Oberstufenschülerin, als Oberstufenschüler da Möglichkeit hat, Kontakte zu knüpfen. Das in so geballter Form, das hat es eigentlich nicht gegeben und probieren wir es einfach mal. Firmen und Schüler sind auf einer Ebene. Ein Wandel hat sich vollzogen. Heutzutage suchen Unternehmen Schulabgänger mit einer guten Ausbildung. Man sieht, dass die Arbeitswelt ihre Beziehungen bereits im Jugendalter aufbaut. Also wir waren ziemlich überrascht vom Interesse. Wir haben heute 37 Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Robotik unter anderem, beziehungsweise Bautechnik und Holzbau vertreten, die also genau eigentlich das widerspiegeln, wo unsere Ausbildungsschwerpunkte liegen. Mir freut es unheimlich, dass das erste Feedback schon einmal sehr gut ist. Bin dann noch gespannt, was am Nachmittag in der Feedback-Runde kommen wird. Aber allein schon, wie man sieht, das Interesse an den Ständen dürfte, glaube ich, das Format durchaus einer Wiederholung im nächsten Jahr entgegensehen dürfen. Wir sind total happy mit dem Besuch, wir sind total happy mit dem Interesse der Schüler, muss ich sagen, und natürlich auch mit den Firmen, dass die so zahlreich da erschienen sind und auch natürlich Interesse an unseren Schülern haben. Das gefällt uns schon sehr. Mir persönlich, muss ich sagen, gefreut es heute, dass so viele ehemalige Schüler da sind, die bei den Firmen mittlerweile arbeiten. Und die Kontakte, die wir da jetzt ein bisschen pflegen, das zeigt schon irgendwo, dass wir positiv in Erinnerung geblieben sind. Interessierte Mädchen und Burschen wissen genau, was sie wollen und vor allem, was sie beruflich werden möchten. Ja, also ich habe mich hauptsächlich für Hittaler und Granit interessiert und mich hat auch mit Baumeister anstreben. Generell ist das einmal eine coole Idee, dass da die ganzen Firmen herkommen und sich selbst präsentieren, dass man immer sieht, was man in der Zukunft alles machen kann. Und ich interessiere mich heute generell für die ganzen Baufirmen und so und generell speziell der Holzbau. Also deswegen bin ich sehr froh, dass da einige Firmen vertreten sind, wo man sich dann über seine eigene Zukunft ein bisschen informieren kann und schauen kann, wie seine Karriere eventuell ausschauen könnte. Firmen rekrutierten ihren Nachwuchs hier in der HTL wohl auch aus dem Grund, dass sich unter den Ausstellern viele ehemalige Schulabgänger befinden. Wir sind dazu da, dass wir uns präsentieren, unser Produkt zeigen, unsere Bekanntheit zu erhöhen und neue Möglichkeiten einfach den Schülern hier zu zeigen, in welchen Bereichen österreichische Betriebe Möglichkeiten haben. Wir wollen einfach die Firma gut präsentieren in der Umgebung, im Murtal, im Murau. Wir bieten jetzt bei HGA die Automatisierungstechnik-Studium an und wollen einfach präsent sein bei den Jungen. Wir unterstützen die HTL und auch die Jugendlichen mit Diplomarbeiten und auch mit Ferialjobs oder Praktika, dass sie für die Zukunft aufgestellt sind oder vielleicht auch ein paar Mitarbeiter finden. Ganz wichtig ist Innovation in allen Bereichen, das hat uns auch bewogen, herzukommen. Wir brauchen Innovation, neue Ideen und Eigenverantwortung und das möchten wir, dass das zukünftige Schüler mitbringen. Da wir schon ein paar sehr gute Zeltweg-Absolventen bei uns im Unternehmen haben, sind wir natürlich immer auf die neuen Jahrgänge gespannt.
das ist eine ganz, ganz eine wichtige Challenge da auch, damit man mal zeigt, dass wir da sind und dass es uns auch in der Region gibt, damit die Jugend vielleicht auch ein bisschen da bleibt. Für mich persönlich ist es ein ganz großer Erfolg. Das Interesse ist enorm, muss ich sagen. Also wir haben schon ein bis zwei Diplomarbeiten, Kooperationen ausgerät heute mit den Schülern. Und wir hoffen sehr darauf, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet. Wir sind immer auf der Suche nach Fachpersonal, also Fachkräften in der Zellstoffproduktion, in der Papierproduktion. Wir suchen natürlich junge Nachwuchskräfte immer. Und da sind wir da in der HTL bestens aufgehoben. Wir haben jetzt schon zwei Diplomgruppen bei uns in der Firma, die Ferialpraxis machen und ihre Diplomarbeit schreiben. Und da suchen wir einfach weiter. Back to the Roots trifft es auch hier. Da darf man sich auf die Fortsetzung im nächsten Jahr freuen.